Ich freue mich sehr, dass ich euch heute den Pelonis vorstellen darf, denn das ist heute Sponsor des Videos. Mir ist der Ventilator kostenlos zur Verfügung gestellt worden und ich bin unfassbar begeistert. Vielleicht habt ihr ihn ja schon in den einem oder anderen Video entdeckt bei mir, denn wir testen den schon eine ganze Weile aus und heute möchte ich euch mein Fazit berichten und ihn euch vorstellen und euch sagen, wie ich den finde. Und vielleicht sucht ihr ja auch schon nach einem tollen, energiesparenden Ventilator und dann könnte ich euch den hier wirklich ans Herz legen. Also ihr hört es schon, ich bin unfassbar begeistert. Dieser Ventilator hat eine Fernbedienung. Wie cool ist das bitte? Also man kann ihn hier an- und ausschalten. Hier kann man bis zu 12 Stufen, ja, ihn verstellen. Dann kann man ihn zeitlich programmieren, wie lange er laufen soll. Das ist sehr interessant, wenn man ihn im Schlafzimmer nachts laufen lassen möchte. Nee, das war Schwenken. Hier ist das Programmieren. Sorry. Hin und her. Ja, also sensationell. Und der Pelonis-Standventilator ist leise und komfortabel, gerade nachts zum Schlafen. Mit seinen 38 Dezibel auf kleiner Stufe ein echter Flüsterheld. Und das möchte ich euch zeigen. Ich mache den jetzt mal an. Hier unten seht ihr übrigens auch noch ein digitales Display. Und es kommt schon ein wunderbarer Luftzug hier ja, ran. Und das ist halt Stufe 1. Und es ist so angenehm und man hört ihn überhaupt nicht, ne? Sein 35 Watt Gleichstrommotor betreibt die 5 leistungsstarken Ventilatorblätter. Und der Motor ermöglicht auch eine Energieersparnis von bis zu 50% gegenüber anderen vergleichbaren Motoren. Ich möchte euch das gerne jetzt hier auch nochmal zeigen, wie der ist, wenn er, also oder wie laut der ist, wenn wir den auf der höchsten Stufe stellen. Fliegt mir alles weg hier. Leute. Da musst du die Perücke festhalten, ne? Unfassbar toll, auf jeden Fall. Aber den muss ich jetzt wieder leise machen, weil sonst versteht ihr ja nicht mehr. So. Ich bin unfassbar begeistert. Dieser Ventilator ist jetzt höhenverstellbar von 1,12 Meter, ja, bis 1,30 Meter. Der hat hier unten einen ganz festen Fuß. Ich würde sagen, dass da irgendwie Metall oder irgendwas dran ist. Auf jeden Fall ist der richtig fest. Also man kann den nicht so umschmeißen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ansonsten kannst du den natürlich hier auch mit der Hand bedienen. Hier ist halt Schwenken einstellbar. Hier ist er halt an-aus. Hier mache ich wieder Stufe 1. Und hier kann ich einstellen, ob ich möchte, dass er steht oder ob er schwenkt. Der hat, ich glaube, 85 Grad schwenkt er hin und her und 24 Grad ist er neigbar. Und ja, ich kann das Ding nur wärmstens empfehlen. Ich bin so begeistert davon. Pelonis lässt sich auch nicht lumpen und bietet 2 Jahre Garantie auf die Geräte an. Also dieser Ventilator hat 2 Jahre Garantie. Und ich glaube, das ist eigentlich schon fast alles, was ich euch über den Ventilator erzählen kann. Gerade, glaube ich, gibt es noch einen Rabatt. Aber ich werde euch sowieso alles unten in die Infobox verlinken. Damit ihr das alles sehen könnt, wo ich den her habe, was der Preis ist. Und ja, ich habe Fenster offen und natürlich muss jetzt der Hund bellen, ist klar. So, aber nichtsdestotrotz, dicke, fette Empfehlung. Wer sich für einen guten Ventilator interessiert, der ist da bei Pelonis wirklich gut beraten. Ich bin einfach nur froh, dieses Ding zu haben und natürlich auf der Couch zu sitzen. Und den einfach mit der Fernbedienung bedienen zu können. Oder wenn der im Schlafzimmer steht, im Bett zu liegen und mit der Fernbedienung zu arbeiten. Wie cool ist das bitte? Also, ganz dicke Empfehlung. Schaut gerne mal vorbei. Und weiter geht's im Video.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, wir drei. Wir sind dabei. Wo ist er denn? Da. Hier die Maus und die Maus. Ratte. Was? Ach so, wegen dem langen Schwanz. Vorsicht mit so einem Tudum. Teufel. Da, du schon wieder. Ich habe nicht angefangen. Doch, du musst aber die Vorlage geben. Nein. Jedenfalls der Uwe und ich und die Kira, die nämlich schon wieder Angst hatte, dass sie hier bleiben muss, machen wir uns jetzt auf große Weltreise. Ja. Wo Wir fahren wir gehen, wo hin? hier, ja, wo hier fahren wir hin? Ans andere Ende von Berlin. Ja, der Welt. Naja, von Berlin. Also wir Ja. sind jetzt Einmal quer durch. knapp 1,5 Stunden unterwegs. Ja. Von Norden in den Süden. Und da haben wir vor, uns mit jemandem zu treffen, mit einer alten Freundin und ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen, grillen und so was, ne? Wetter spielt ja mit. Ja. So, jetzt Also haben wir. ab in den Süden. Genau. Unsere 7 Sachen sind gepackt. Wir müssen sie noch schnappen. Ihr könnt, habt das schon mal gesehen, meine schönen Einkaufsbeutel? Ja, gesehen haben sie schon, ne? Einkaufsdingens von Uwe. Ja, da hat er ein Fotoalbum drin, was ich mitnehmen wollte jetzt zu Silvi. Entschuldigung. Ist ja okay. Jetzt ist er aber aufgeregt, ey. Okay. Ist okay, Schatz. Easy. Und los geht's. Das werden wir, glaube ich, nie rauskriegen, Nee. dass sie ihre Verlustangst verliert. Ja. So. Und weil es ja jetzt nach vorne rausgeht, mache ich aus. So, also Wetter ist ja gut geworden. Wird dann noch wärmer. Wir haben schon Angst gehabt, wenn wir ankommen an unser Ziel, dass es regnet. Aber wir sind an unser Ziel angekommen. Unser Ziel ist woanders. Nee, wir machen erstmal eine Zwischenpause. Wir sind an der ersten Etappe. Wir sind an der ersten Etappe, nämlich an unserer Bushaltestelle. Und jetzt geht es Richtung Spandau. Grüße gehen raus an alle Spandauer, die uns zugucken. Wir streifen mal kurz euren Bezirk. Ja. Ach, ich dachte, wir sind schon da. Heute sagen, wo steht denn der Grill? Na gut. Wetter ist eine Bombe, das sei ja Ja, es ist heute gut geworden. Bombe. Naja, ist ja normal, wa? Ja. Wenn eng reisen ist. Dann lacht Da der braucht, Himmel und ja. kann er Tränen lachen. Ja, nee, er hat heute Morgen Tränen gelacht. Ja.
So, wir sind jetzt in dem U-Bahnhof Haselhorst und warten auf unsere U-Bahn. Und dann geht's Richtung Rudo. Oho, Rudo. Wen's interessiert, so sieht's hier aus. Weil die Berliner Bahnhöfe sind ja schon immer eigentlich recht schön, ne? Ja. Jedenfalls, ist okay. Jedenfalls ganz viele. Ja, ja, also was steht dran? In einer Minute. So, ihr lieben, Anritt gefährt. Wir haben es aus der U-Bahn geschafft. Wir sind jetzt im, ich würde sagen, im tiefsten Süden und jetzt noch weiter. Jetzt fahren wir noch tiefer. Ja. Aber wir sitzen bei Silvi im Auto. Ja. Sollen wir jetzt mal Hallo sagen? Hallo. Ja. So, ich glaube, wir sind angekommen. Mir ist so. Dann werden wir mal kicken, wo wir sind. Ach, hey. Ja, ich hätte es ja auch aufwischen können. Alle nass. Ach du Schiete. Schlamm auch noch. Ja. So. So, hier. Sind wir dann im Wasser. Jetzt hat der Uwe mir die Kamera gegeben. In der Kleinbahn, da wollte ich unbedingt ein Schlauchboot haben. Und dann sind die hier immer mit ihrem Schlauchboot ins Wasser. Darf ich dich zeigen? Mach du. Oh, ja. Das ist meine Silvi. Das ist meine Silvi. Hallo! Was ist denn das hier für ein Kanal? Landwehr. Ach, ist ja Landwehrkanal. Warum weiß ich denn das nicht? Also ganz ehrlich. So Leute, ich drehe um. Oh, wie schön. Wir gehen jetzt unter die Straße durch, wegen Kira. Ernst-Keller-Brücke. Ernst-Keller-Brücke. Sehr schön. Kennst du dich hier aus? Nee. Super schön. Ich bin eher selten hier im Süden Berlin. Mein Wirkungskreis ist halt der Norden. Ne? So, jetzt wieder bergauf. Und Treppen hoch. Nein, keine Treppen hoch. Ach, da ist schon. Okay. So Leute, das erste, was mich anlacht, ist ein Swimmingpool. Und Silvi hat mir das nicht erzählt, ja, dass sie hier so einen geilen Pool hat. Da hätte ich wollen wir baden. Jetzt kommt. Jetzt kommt noch jemand. Ich muss mal kurz ausmachen. Was machst du denn da, Silvi? Knoblauch pressen. Alles für Kira. Riecht mal. Ja, Kira, hier kriegst du ein bisschen Knoblauch zu pressen. Zu Hause haben wir keinen. Leute, ich zeig euch mal, was hier los ist, ne? Hier. Oh. Nom, 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 nom. Hier wurde lecker gegrillt. Und ich habe ja ein Fotoalbum mitgenommen. Und wir sind in alten Erinnerungen geschwelgt. Ihr wisst ja, ich bin ja Floristin, ihr lernte. Ich auch. Euch jetzt so wie auch. Welch Wunder. So. Und ja. Wieder mal eine kleine Zeitreise, nicht? Von unseren Werken. Ja, war schön. Kannst du eigentlich auch wegpacken. Oh, hier ist richtig schön warm, ey. Nee, nicht wirklich, aber hier ist. Nein! Hier draußen die Heizung, ne? Guck mal, wie schön das hier ist. Also, wir haben schon gesagt, wenn die beiden verreisen, dann werden wir Haus-Sitting machen. Und die Kira? Die fühlt sich auch wohl. Vorhin hat sie auf der Decke gelegen im Übrigen, ja, ne? Hat sie? Hat sie, ja. Brauchst du noch irgendwie Hilfe? Ja. Also wie gesagt, mal sporadisch gefragt. So, wir werden also bestens versorgt hier. Wir haben eine wunderschöne Zeit.
Also ich jedenfalls. Die anderen enthalten sich der Stimme. Also mich wir sind wieder zu Hause. Also wir haben leider die Kamera nicht so oft angemacht, weil das einfach so schöne Quality Time war und wir über so viel alte Zeiten gesprochen haben und da ist es einfach untergegangen, die Kamera anzumachen. Ja. Aber ich kann euch sagen, es war wunderschön. Wir haben es jetzt 11 Uhr, also wann sind wir losgestartet? Um 12? Ja, um 12. High noon 12 und wir, ja, noch eine Stunde, wir haben um 12 Stunden unterwegs gewesen. So schön war das, ihr könnt euch das vorstellen, ne? Ja, die Kira ist auch mitgekommen. Da ist sie. Für die war das natürlich anstrengend, ne? Ist ja klar. Aufregend und alles. Und ich habe von Silvi mitgekriegt eigene Gurken. Und Leute, die riecht schon ganz anders. Ich bin so gespannt, wie die schmeckt. Und hier eine lustig geformte. Da kriegt Kira auf jeden Fall auch was ab, weil ich mir hundertprozentig sicher bin, dass die echt anders schmeckt. Mhm. Und dann habe ich noch eine ganze Tüte Kräuter mitgekriegt. Rosmarin, griechischer Oregano oder ist es Oregano? Keine Ahnung. Dann Liebstöckel ist dabei und also allerlei Basilikum und so was. Und das werde ich alles schön noch klein häckseln und einfrieren und dann habe ich da immer was. Die Rosmarinblätter werde ich so im Stiel lassen für Rosmarinkartoffeln oder wenn man irgendwie ein Fleisch oder irgendwas macht und der Uwe ist müde. Ja. Ja, ist halt auch eine lange Zeit gewesen. Ja, war und, sehr, sehr schön. Ja. Und Fußball geguckt haben die Männer auch noch. Ja, ja also war ja sehr spannend offensichtlich. Ja. Der Uwe hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß und ja, und das Grillen, das war einfach unfassbar super. Lecker. Eigentlich wollte ich euch ja noch zeigen, was wir so auf den Tellern haben. Aber das war irgendwie, ist das untergegangen. Die Kamera war einfach nicht im Vordergrund, wie das sonst ist, sondern ja, die alte Freundin. Und es war einfach die schön. Die alte Freundin und das Meer. Nein. An dieser Stelle, liebe Silvi. Ja. Und lieber Eli, lieben Dank. Ihr seid verrückt. Für diesen wunderschönen Tag. Und ja, wir wiederholen das auf jeden Fall. Ja. So, meine Lieben, in diesem Vlog wird es heute nicht mehr weitergehen, aber morgen. Morgen geht's weiter. Das ist für uns eine ganze Schlafi-Schlafi-Nacht. Ja. Ja. Aber für euch nur eine Sekunde. Bis gleich. Wie ihr seht, ich habe schon wieder was einzupflanzen. Aber nämlich Schnittloch gekauft, Bio-Schnittloch. Wir wollen ja den Kasten in die Küche hinstellen und Schnittloch selber ernten. Der wird kurz geschnitten und dann geht es los. Und das ist den, was wir zuerst geschnitten haben, gekauft habe. Und wir sagten, na, einer reicht nicht, also wir wollen drei Schnittloch einpflanzen. Und damit werden wir jetzt loslegen. Ich hoffe, ihr seht das alles. Muss.
Hier kommt ja nochmal Rosmarin bei so einem bisschen wenig Erde. Bisschen sehr trocken, aber dauert nicht lange. Kriegen Sie noch Erde, Wasser. Habe extra nicht gegossen, weil ich gesagt habe, ich will heute einpflanzen, ist der Topf nicht so nass. Tja, wir waren ja nun am Sonnabend so eine Freundschaft und es war super gewesen. Spitzenmäßig. Und ich habe mal hier das Restaurant entdeckt. Wir haben da aufgetafelt, als wenn da wer weiß wie viele kommen. Aber schön gewesen. Schöne Zeit verbracht. Jetzt nehme ich euch mit. Ich zeige euch das nochmal. So, und hier kommt Rosmarin in die Ecke. Dann habe ich das ein bisschen freigelassen. Und ich will jetzt hinten einpflanzen. Der ist von Verena. Ich glaube, er war von Verena. Wenn nicht, dann entschuldige ich, wenn das nicht stimmt. Und den werde ich jetzt hier einpflanzen. Sind die nicht alle schön gekommen? Tomaten kommen auch. Wunderbar. Das sieht gut aus. So, dann werden wir das mal zeigen. Den werde ich hier einpflanzen. Und der schön nass. Ich werde jetzt natürlich nicht angießen, weil da brennt wieso die Erde gleich. Erledigt. So, nun kann er wachsen. Tomaten, alles. Wird super. Der Rasenwerk wahrscheinlich nächste Woche wieder mähen, dass er ein bisschen Kraft kriegt. Naja, wird schon. Das kommt so langsam. Heute war der Gärtner bei uns, der hat wieder Rasen gemäht und bin gleich runtergeflitzt und gesagt, hier mein nicht, nee, nee. Und da habe ich ihm angehauen wie eine Rose schneiden. Die hat ja so gewuchert, sind ja so viele Triebe, frische Triebe gekommen und da habe ich ihm gesagt, da soll mal raufgucken. Hat er auch gemacht und hat mir die gleich ein bisschen geköpft. Ich hätte die wieder kurz geschnitten. Also ich werde doch kein Gärtner. Nee, nee. Mal einpflanzen und gießen, das ist gut. Aber jetzt sowas beschneiden, nee. Und die hat mir auch gesagt, ich meine, wann schneidet man denn eigentlich Rosen? Mit dazu Frühjahr, wenn der Heli, wenn das alles anfängt zu blühen, so. Und
Ich habe gesagt, na gut. Also zum Frühjahr. Rote Schneien. Wissen wir jetzt auch. Aber bisher habe ich das wieder vergessen. Ja, ich glaube, das war, ich glaube, hat euch ein bisschen Freude gemacht, uns mal wieder zuzukicken und über Gärtner gespielt. Und das werden wir weitersehen, was da noch kommt. Ich werde langsam wieder alle drunter bringen und meine zweiten Hände ausziehen. Und schon habe ich keine dreckigen Hände. Ich bin immer vorne, Herr Gärtner. So, ihr Lieben, nun seht ihr mich heute auch mal. Ich bin ganz schön alle, muss ich mal ganz ehrlicherweise sagen, weil ich meinen Schrank ausgemistet habe. Und das war doch mehr, als ich dachte. Und jetzt bin ich, oh, total knülle. Aber bei dieser ganzen Ausmistaktion habe ich hier... Hast du mich gefunden? Huch, wo kommen Sie denn her? Ja, du hast mich da aus dem Schrank geholt die ganze Zeit. Auf jeden Fall habe ich hier diese Hosen gefunden. Und zwar ist das die Kordhose von Halara hier. Die fällt mir vom Popo. Ihr wisst es, ja. Das ist eine 4X. Und da steht auf der Seite, dass 4X eine Weite von 58 bis 60 hat. Ich weiß nicht, ob damit die Größe gemeint ist. Aber ich würde die gerne verschenken wollen an irgendeinem von euch. Wer die haben möchte und der Erste, der mich anschreibt und das haben möchte, diese Kordhose, der bekommt die natürlich und die Kira-Haare sind gratis dazu, ja? Die berechne ich nicht. Ja, also die fällt mir vom Popo, die ist noch tippitoppi, deshalb wäre das viel zu schade, das irgendwie zu entsorgen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und wenn da draußen jemand ist, der daran gefallen hat, fühl dich frei, schick mir bitte eine WhatsApp oder eine E-Mail. Ich werde nochmal, ich glaube, ich werde es anpinnen. Aber in der Videobeschreibung steht halt auch die WhatsApp-Nummer drin vom Community-Handy und natürlich auch meine E-Mail. Und dann habe ich hier noch diese hellblaue Jeans. Das ist eine Stretch-Jeans, die ich damals von Kick gekauft. So. So sieht die aus, Moment. Also Leute, ne? Die ist wirklich dehnbar und die fällt mir auch gnadenlos vom Hintern. Ja, also hinten hat sie die Taschen. Keine Ahnung, ob man das gut sieht. Sie ist halt aufgemacht wie so eine Five Pocket Jeans, ne? Hier hast du eine kleine für Münzen, vorne Taschen. Hier die Tasche, wie sich das gehört, ne? Ja. Hast du auch noch Knatter drin? Ja, bleibt drin. Arschtaschen natürlich, was ich euch gerade gezeigt habe. Nicht Gesäßtaschen? Nein, Arschtaschen. Ah. Und ein langes Bein und ein weit ausgeschnittenes. Also ich glaube, man kann es ein bisschen erkennen, dass das keine enge Hose ist. Und ich habe die wirklich sehr geliebt. Und auch die sieht eigentlich noch, also ich finde, sie sieht gut aus. Schatz, was sagst du? Ja, sieht original aus, einmal frei. Also, und sie keine ist. Keine Marke, nichts. Sie ist zum Knöpfen, ne? Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Also, ich bin damit klar gekommen. Moment. Die ist. Hat keinen Reißverschluss, ne? Also, dessen sollte man sich bewusst sein. Und wer diese Jeans haben möchte, ich sag auch gleich die Größe, auch hier, der schreibt mir bitte eine WhatsApp. Oder eine E-Mail, das was zuerst da ist, derjenige kriegt den Zuschlag. Und die auch möchte ich natürlich verschenken. Und auch hier gilt Kira Haare, gibt es gratis dazu. So, die ist waschbar natürlich bei 30 Grad, ja. Und die Größe ist eine 58. So, die passt mir nicht mehr. Möchte ich gerne an einem von euch weitergeben, wenn ihr da Laune oder Bock drauf habt, ne?
Ich wasche die auch gerne für euch nochmal vorher. Es sei denn, ihr sagt mir, nee, Susi, brauchst du nicht. Ich möchte da mein eigenes Waschpulver dran haben. Dann ist das so. Dann kriegt ihr sie. Also ich meine, ich habe ja keine ungewaschenen Hosen im Schrank, aber ich will schon wieder wissen, man möchte ja sein eigenes Zeugs gerne haben. Na klar. So, das wäre das an dieser Stelle. Und ja, wenn ich einen damit glücklich machen kann. Ja klar, warum nicht? Ich würde es ja auch nehmen, aber mir passt es auch nicht. Also ich denke mal, bald fliegt nochmal eine ganze Menge raus. Also insbesondere ja auch die Halara-Sachen, die 4X-Sachen, die werden mir halt echt einfach zu groß so langsam. Mhm. Ne? Also noch kann ich sie tragen, aber... Was heißt das? Ohren und Augen offen halten. Ja, immer schön bis zum Ende gucken, denn so weit, meine Lieben, mache ich immer zum Schluss. Einfach, weil ich möchte, dass meine Schätzeleien das bekommen, also oder das mitkriegen, die mich hier wirklich unterstützen und bis zum Ende gucken und nicht welche, die halt abgrasen. Ihr wisst schon, was ich meine. Deshalb, das ist mir immer wichtig. Aber vielleicht sollte ich das gar nicht erst sagen, aber auch, das hat ja auch nicht angekündigt, ne? Genau. Ja, das sind also zwei Hosen, die man wirklich noch weitergeben kann. Der Rest, weil ich geil gesagt habe, ich habe ausgemistet. Ja. Leute, die sind so aufgetragen, so verschlissen oder sogar schon zwischen den Beinen geflickt und alles. Das ist für mich gut gewesen, aber sowas würde ich halt nicht mehr irgendjemand anders weitergeben, ne? Ja, und die letzte Woche, die so stressvoll für mich war, nicht, hat mir richtig schöne Ottos gebracht. 2 Stück. Ottolin. Ja, Ottoline. Ottoline, ohne ja. Biene. So, Schatz, aber wolltest du jetzt auch noch irgendwas erzählen? Ja. Ja, warte. Du hast 4 Ottos. Ja, beide mit eigener Postleitzahl. Alle die und die gleiche? Nee, jeder seine eigene. Ah. Ach ja. Ja, das Wetter war schön. Oder es ist noch schön. Bombe, auf jeden Fall. 27 Grad gerade. Ja. Und nochmal einen schönen Gruß an unsere Gaststätte. Ah, Silvi und Ilan, Dankeschön für diesen wundervollen Tag. Ja, da war super. Ja. Absolut. Ne? Ja. Ja, das, aber ich glaube, das erzählen wir schon im ganzen Video, wie geil. Ja, aber es ist so ein Zeichen, wie gut das uns gefallen hat. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Ja, vor allem. Wie sieht es denn aus mit dem Heimweg? Habt ihr auch so lange gebraucht wie wir? Oh Gott, ey. Der Witz war ja, wir sind ja mit Auto nach Hause gefahren. Ja. Mit einem Taxi quasi. Also Uber, ja. Und der Uwe hat mich und Kira hinten rein verfrachtet. Ja. Schließt die Tür und der gibt Stoff, wa? Der will abhauen. Tschüss, Uwe. Ein Stück weiter hätte ich die Rücken so nicht da gesehen. Das war voll lustig. Also, ne, Memo an dich selber. Erst die Fahrertür aufmachen. Auf alle Fälle. Und dann hinten zumachen. Ja. Nochmal passiert mir das nicht. Ja, der hat. Ich meine, ich wäre hinterher gelaufen. Aber es ist schon merkwürdig, weil Silvi, also meine Freundin und ihr Mann sind ja, haben uns ja, ja quasi zu dem Ort gebracht, wo wir eben den Uber hinbestellt haben und haben mit uns gewartet. Und als der kam, sind die beiden ja schon losgestiefelt, ja. Also, und wenn er jetzt auch nur zum Verabschieden gewesen wäre, dann wäre er ja eigentlich mitgestiefelt. Ja, also wie kann man denn glauben, dass ich da alleine fahre? Und ich gucke da immer nur, stopp, mein Mann muss auch noch mit. Oh Mann, ey. Ja, aber der ist echt gerast, oder? Ja, das ist spitzenmäßig die Frage. Also wir waren rucki-zucki zu Hause. So ein Stücke, dann wäre er durchgekommen mit Bleifuß. Ja. Naja, aber wir waren wirklich zügig zu Hause. Der ist auch sicher gefahren. Und das war auch ganz gut so. Also wir sind da. Ja. Gut. Okay, ihr Lieben, dann lass uns hier jetzt zum Schluss kommen. Ja. Ans Ende gelangen, denn ich bin heute irgendwie so knülle. Und in der Zeit, wo ich hier meinen Kleiderschrank ausgemistet habe, war ja Uwe unten und hat euch mitgenommen. Und deshalb konnte ich euch nicht... Oh, Leute, deswegen konnte ich euch nicht mitnehmen bei meiner Kleiderschrank-Ausmist-Aktion, aber das war garantiert ja nicht die letzte.
So. Nein, da okay. Kommen wir mehrere. Ich warte jetzt hier, ob irgendeiner sich interessiert. Wenn nicht, hier biegst du einfach ein Secondhand oder irgendwas drin, schenke ich irgendwo hin, keine Ahnung. Und ansonsten freue ich mich, wenn ich sie an einem von euch weitergeben kann. Und wir sagen an dieser Stelle, ja, das, was wir immer sagen, seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Tschüss, ihr Lieben. Mach's gut. Viel und, Spaß beim Gucken. Ja, und nicht vergessen, teilen, liken, tralala und hopsasa. Und den Rest wisst ihr ja, wa? Genau. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Ja. Tschüss. Ciao.